Hey ihr politikinteressierten Klugscheißenden, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute beschäftigen wir uns mit einer ziemlich neuen und ziemlich kleinen Partei, Wir 2020. Ein sehr aktiver Zuschauer, der Michael Müller, hat mich um dieses Video gebeten und deswegen mache ich es natürlich gerne. Außerdem ist mir klar, dass ich nicht in breiter Masse Menschen mit Wahlprogrammen und 144 Seiten Text auseinandersetzen. Deswegen möchte ich diesen Text durchlesen, mir einen Überblick verschaffen und diesen Überblick dann mit euch teilen, damit euch die Wahlentscheidung einfacher gemacht wird. So, heute schauen wir uns doch Wir 2020 an. Viel Spaß! So, vorab, dieses Video wird tatsächlich einmal das ganze Wahlprogramm besprechen. Ich habe mir tatsächlich alles durchgelesen, denn dieses Wahlprogramm umfasst nur 2 Seiten, circa. So, dementsprechend könnte das Video auch sehr kurz werden, weil eben ein sehr kurzes Wahlprogramm mir nur vorliegt. Ich fange mit einem Punkt an, der mir gut gefällt. Wir 2020 will nach Corona einen unabhängigen Untersuchungsausschuss einsetzen, um die Folgen und die Beweggründe des politischen Handels der jetzigen Regierenden zu beurteilen. Denn wir wissen ja spätestens seit Löbel und Nüsslein, dass auch, sagen wir mal, andere Interessen in die Entscheidungen einfließen. So, dann komme ich zum zweiten Punkt. Und bei diesem Punkt muss ich mich tatsächlich fragen. Was da los? Was mit dir los? Sag mal, ganz ehrlich. Jetzt mal ernsthaft. Die Corona-Maskenpflicht ist unverhältnismäßig. Ich meine, ich habe hier mal ein Video des YouTubers Techtastisch rausgesucht. Und das demonstriert die Wirkungsweise und den Wirkungsgrad von Masken. Okay. Mit Maske. Und los. Los. Alright, das sind die Schälchen. Außerdem schaden die Masken kaum. Wieso sollten wir also diese Pflicht, die uns schützt und nicht schadet, zurücknehmen? Verstehe ich nicht. Außerdem fordern sie, es solle keine indirekte und auch keine direkte Impfpflicht geben. Die Masernimpfpflicht an Schulen wollen sie zurücknehmen. Jetzt muss ich sagen, eine freie Impfentscheidung okay, aber jetzt muss man auch sagen einfach, die Menschen, die einer Impfung widersprechen, schützen mich nicht vor ihren Viren. Und ich möchte Menschen, die mich gefährden, aktiv dadurch, dass sie nicht immun gegen Viren sind, gegen die sie immun sein könnten, diese Menschen möchte ich nicht in meiner Nähe haben. Und da finde ich eine indirekte oder auch eine sehr direkte Impfpflicht sehr gut. Dann komme ich zum zweiten Thema, sozialen Themen und individueller Freiheit. Schulen und andere gemeinnützige Organisationen sollen nicht mehr vom Staat beeinflusst werden oder zumindest in Teilen nicht mehr vom Staat beeinflusst werden. Und da frage ich mich doch, was denn damit gemeint sein soll, dass massiv Schulen vom Staat beeinflusst würden oder auch andere gemeinnützige Organisationen. Das verstehe ich nicht so ganz, diesen Punkt. Außerdem will Wir 2020 für soziale Gerechtigkeit und politische Beteiligung in Form von direkter Demokratie eintreten. Diese Idee halte ich erstmal für gut, aber direkte Demokratie, wenn man sich diese ganzen querdenkenden Spinnerinnen und Spinner anguckt, dann würde ich das mit der direkten Demokratie vielleicht doch lieber lassen. Außerdem will Wir 2020 Unternehmen zu umweltfreundlicheren Technologien und Produkten bewegen. Obwohl ich das erstmal gut finde, hatte ich das ja bei Grünen, Linken und der SPD kritisiert, weil SPD, Grüne und Linke eben über Steuererhöhungen die Unternehmen bestrafen wollen, die es nicht machen. Wir 2020 hingegen will Steuern senken für Unternehmen, die sich an Klimaschutz halten. Und diese Idee finde ich viel besser, das ist eine gute Idee. Abschließend kann ich zu Wir 2020 sagen, dass ich mit dem Wahlprogramm zwar in Teilen übereinstimme, was die Meinungen angeht, aber dieser Punkt zu Corona und den Masken, den finde ich einfach grob dämlich, muss ich so sagen. Und ohne diesen Punkt mit den Masken hätte ich Wir 2020 in die engere Betrachtung gezogen, euch das für eine Wahl zu empfehlen. Aber dieser Corona-Punkt ist so grob dämlich, dass ich die nicht wählen würde, wenn ich dürfte und auch euch nicht empfehlen kann. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Tschüss.